Hallöchen zusammen. Auf mehrfachem Wunsch hin stelle ich jetzt hier auch für euch ein Video zusammen zum Frostmagier. Und zwar geht es hier um den No Icelands Build. Einer der stärksten Specs, die es aktuell für den Frostmagier gibt, beziehungsweise Build. Ich werde gleich kurz was über die Vor- und Nachteile erzählen. Dann gehen wir zu den Talenten, die Essenzen, welche Azeri-Traits ihr braucht. Dann gehen wir auf das Gear ein und die Stats. Gleichzeitig werde ich auch ein bisschen was über die Corruption erzählen, auf die ihr euch fokussieren solltet. Dann kommen wir zur Rotation für den Single-Target und auch Multi-Target. Und ganz zum Schluss erzähle ich noch kurz was zu den Consumables, also das Essen und die Fläschchen und so weiter, die ihr benötigt. Und die Verzauberung und Sockelsteine. Ja, was sind die Vorteile? Die Vorteile vom No Icelands Mage sind auf jeden Fall der konsistente Schaden. Also ihr macht relativ hohen, konsistenten Schaden. Ja, ihr habt jetzt keine Burst-Fenster, wie zum Beispiel mit Feuermagier, der dann für 10 Sekunden richtig viel Schaden macht und dann total absinkt. Bei euch ist das relativ gleichbleibend. Und immer wenn euer Gletscherstachel reinhaut, habt ihr so ein kleines Mini-Burst. Aber das nullt sich halt relativ schnell und ist eine relativ, stetige Damage-Kurve über den kompletten Fight. Zudem ist es einfach super, super lustig, Sachen zu One-Shotten. Also so ein Gletscherstachel kann im besten Fall auch mal mit 700-800k reinkritten und da fallen manche gerne mal direkt aus den Latschen. Ein Nachteil ist definitiv die lange Cast-Zeit von Gletscherstachel. Das Problem ist, also der Gletscherstachel hat eine Cast-Zeit bei mir im Moment von 2,5 Sekunden und das ist schon eine relativ lange Zeit für einen Cast. Ja, wenn ihr jetzt in einem Plus seid oder im Raid, müsst ihr halt wirklich auf eure Positionierung achten. Ihr müsst halt vorausahnen, kann ich jetzt hier für 2,5 Sekunden stehen bleiben? Ja, oder sollte ich vielleicht doch erstmal mich woanders hinstellen? Und das kann natürlich Zeit kosten. Ja, also ihr müsst wirklich safe sein, wenn ihr den Gletscherstachel castet. Okay, jetzt kann ich hier erstmal stehen bleiben, hier bin ich safe, hier kommt jetzt erstmal die nächsten 2,5 Sekunden gar nichts. Ja, und ein riesiger Vorteil noch ist halt, dass der No Icelands Mage sehr, sehr guten Cleave-Schaden macht. Besonders wenn zwei Ziele da sind, ist er enorm hoch und sehr, sehr konsistent. Wo er nicht so gut ist, natürlich verteilter Cleave, weil wir einfach keine Dots haben. Aber das sollte ja, denke ich mal, klar sein. Gehen wir mal schnell über die Talente. Das gestaltet sich relativ einfach. In der 15er Zeile spielen wir auf jeden Fall mit Knochenkälte. Einsamer Winter bringt uns hier nichts, weil wir darauf abzielen wollen, den Schaden von unserem Gletscherstachel zu maximieren. Und da bringt uns Einsamer Winter leider gar nichts für. Bleibt halt Knochenkälte. Eisnova ist einfach zu schwach, nimmt kein Mensch. Und Knochenkälte ist quasi ein 5% Damage Boost, den wir durchgehend aufhalten können. In der zweiten Zeile könnt ihr euch das eigentlich aussuchen, aber ich denke mal, die stabilste Wahl ist hier Flimmern. Flimmern hat den Vorteil, dass ihr zweimal blinken könnt auf einem geringeren Cooldown und vor allem in Verbindung mit dem Gletscherstachel, der eine lange Castzeit hat. Wenn ihr blinkt, wird euer Cast nicht abgebrochen. Ja, das heißt, ihr fangt an zu casten, Gletscherstachel, unter euch spawnt irgendeine Fläche, dann könnt ihr euch mit Flimmern da rausblinken und könnt trotzdem weiter casten. Also das bricht halt nicht ab und ihr vermindert dadurch eure Downtime. In der dritten Zeile spielen wir mit Fluss des Beschwörers. Das ist halt einfach quasi ein, ich nenne es jetzt mal ein pulsierender Buff, der immer von 1 auf 5 Stacks hochgeht und pro Stack kriegen wir 4% mehr Schaden und das geht immer hoch, ne? 4%, 8%, 12%, ne? Bis 20 und nimmt dann wieder langsam ab und geht dann wieder hoch. Also alle 10 Sekunden wiederholt sich dieser Zyklus und da kann man ein bisschen drumherum spielen, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, wenn wir zur Rotation kommen. In der nächsten Zeile hat sich das ein bisschen verlagert. Vor 8.3 hat man noch eher mit Schwarzblitz gespielt. Inzwischen hat eiskalte Berührung aber aufgeholt. Simmt in den meisten Fällen besser. Aber hier sind alle drei Talente eine Option. Wenn ihr keine Ahnung habt, was Simmen ist oder euch nicht damit beschäftigen wollt, dann geht einfach auf eiskalte Berührung. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne für euch durchsimulieren, was da die stärkste Option ist. Die nächste Reihe ist eine Utility-Reihe mit Eisige Winde, Eisschutz und Ring des Frosts. Hat alles seine Daseinsberechtigung, wird auch alles verwendet. Standard-Pick wäre jetzt zum Beispiel für M-Plus Eisige Winde. Aber bitte tut mir den Gefallen, nehmt das nicht, wenn der Affix blutig aktiv ist. Ja, die Mobs wollen schnell da rausgezogen werden und Eisige Winde erschwert das nur. Also da deswegen sind auch viele Leute bei blutig bei Frostmages mal vorsichtig, weil die sowas nicht
machen oder dann einfach ihre Standardtalente spielen, das niemals nehmen, wenn blutig ist. Ansonsten sehr gerne, weil es hilft, dem Tank zu kiten, aber nicht bei blutig. Eisschutz, dass ihr zweimal Frostnova, dass ihr zwei Frostnova-Aufladungen habt, kann sehr, sehr vorteilhaft sein, wenn ihr mit über 40 Corruption spielt, beziehungsweise über 39. Und das Ding aus dem Jenseits, was ja dann auf euch zuläuft, dann könnt ihr das halt frosten. Und wenn es danach direkt nochmal spawnt, könnt ihr es direkt wieder frosten. Kann eine Option sein. Ring des Frostes wird mit am wenigsten gespielt, ist aber sehr, sehr mächtig in M+ vor allem. Wenn jetzt viele Mobs gekitet werden oder gepullt werden, könnt ihr halt mit dem Ring die 10 Sekunden lang handlungsunfähig machen. Und dann bleiben die da stehen, die können einfach weggeklieft werden. Also ist kein schlechtes Talent, vor allem für höhere Keys, ja, wo man sowas dann wirklich gezielt und koordiniert benutzen kann. Die 90er-Reihe, immer mit zersplitterndes Eis spielen beim No Icelands. Die anderen Builds können auch mal mit gefrierender Regen- oder Kometennagel gespielt werden, aber No Icelands immer Splitting Eis. Immer. Der Sinn da drin ist einfach, dass unsere Eiszapfen mehr Schaden machen. Und warum das wichtig ist, da kommen wir dann in der nächsten Reihe zu. Und unser Gletscherstachel trifft noch ein zweites Ziel. Und wie gesagt, die Hauptdamagequelle kommt jetzt in der letzten Reihe, ist der Gletscherstachel. Der Gletscherstachel ist einfach ein riesiger Eisstachel, den wir quasi bauen und auf das Ziel schießen, der ordentlich Schaden macht. Aber zusätzlich noch für alle Eiszapfen, die wir gespeichert haben, deren ganzen Schaden auch noch. Und wie gesagt, da kommen wir wieder zu Splitting Ice. Das erhöht halt den Schaden unserer Eiszapfen um 5%. Und deswegen verstärkt zersplitterndes Eis auch den Gletscherstachel wieder. Und wie gesagt, der Gletscherstachel, der trifft auch noch ein zweites Ziel. Das mit den Eiszapfen ist unsere Meisterschaft, die wir haben. Und zwar immer, wenn wir einen Frostblitz oder einen Hagel einsetzen, bekommen wir einen Eiszapfen. So. Normalerweise ist es dann so, wir können bis zu 5 Eiszapfen haben. Wenn wir übergenerieren, also wir haben 5 und setzen Frostblitz ein, wird einer einfach weggeschossen und der 5. kommt aber trotzdem bei uns drauf. Das heißt, wir verlieren niemals Eiszapfen, egal was wir machen. Und im Normalfall ist es, wie gesagt, so, wenn wir die Eislanze einsetzen, werden alle Eiszapfen, die wir gerade gespeichert haben, aufs Ziel rausgefeuert. Wenn wir mit Gletscherschachtel spielen, ist das nicht mehr so, sondern wir müssen 5 sammeln, damit wir Gletscherschachtel überhaupt einsetzen können, weil dann quasi aus diesen 5 Eiszapfen ein riesiger Eiszapfen gebaut wird und den schießen wir dann aufs Ziel. So, da ja die Eiszapfen, wenn der Schaden der Eiszapfen höher wird, auch der Schaden unseres Gletscherstachelhörers wird, kann man schon eventuell ahnen, dass Meisterschaft als Stat auch sehr, sehr wichtig für uns ist. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Wie gesagt, das ist der Cookie-Cutter-Build. Alternativen kann man simulieren. Müsst ihr euch einfach ein bisschen austoben, mal bei Raidbots. Kommen wir mal zu den Essenzen. Das wäre jetzt so ein Standard-Raid-Build. Das heißt, im Raid spielen wir auf jeden Fall mit der kondensierten Lebenskraft. Meistens in M+ auch. Weil, wie gesagt, das Tempo und den Schaden, den wir bekommen, sich selbst im Multitarget lohnt. Als erste kleine Essenz auf jeden Fall Erinnerung an den Klartraum. Wir haben hierbei einfach die Chance, dass wir zusätzliche Eiszapfen erzeugen. Ja, das heißt, es kann zum Beispiel sein, wenn wir einen Frostblitz casten, dass wir nicht einen Eiszapfen kriegen, sondern 2. Und das bedeutet wiederum, dass wir schneller 5 haben. Und das bedeutet wiederum, dass wir öfter unseren Gletscherstachel einsetzen können. Also Erinnerung an den Klartraum ist must have. Ja, und erhöht auch noch unsere Vielseitigkeit und kann uns heilen. Und das sind immer Sachen, die wollen wir haben. Dann wollt ihr auf jeden Fall eine Essenz drin haben, die euren Verderbniswiderstand erhöht. Also ihr könnt auch mehrere reinmachen, aber das deckt nicht, ja. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel Atem der Sterbenden reinmacht, der euren Verderbniswiderstand erhöht, und ihr macht die formlose Leere rein, die auch den Verderbniswiderstand erhöht, habt ihr aber trotzdem nur 10. Also das addiert sich nicht, ja. Ja, die Standard-Single-Target Verderbnis-Essenz, nenne ich sie jetzt mal, ist natürlich Atem der Sterbenden, macht einfach sehr, sehr hohen Single-Target-Damage. Aber alternativ wäre auch die formlose Leere. Das kommt immer ganz drauf an, auch auf eure Gruppenkomposition in M+. Das müsst ihr einfach simmen. Wenn ihr jetzt viele Leute dabei habt, die zum Beispiel mit dem Schmelztiegel der Flammen spielen, die man alle 30 Sekunden einsetzen kann, dann steigt sehr, sehr stark der Wert von formlose Leere. Müsst ihr aber simulieren. Und als letzte kleine Essenz wäre mit am optimalsten Konflikt und Zwietracht. Gibt euch halt einfach sehr, sehr viel Vielseitigkeit und das ist einfach flat mehr Schaden. Das ist niemals verkehrt. Wenn ihr das nicht habt oder ihr habt keine Lust, euch das zu farmen, mich hat's auch genervt, ich bin auch froh, dass ich das hinter mir habe, müsst ihr einfach ein bisschen simmen.
Ihr habt da verschiedene Möglichkeiten. Wie gesagt, ihr könnt dann einfach zum Beispiel mit Atem der Sterbenden und formlose Leere spielen. Das wäre eine gute Option. Ihr könntet aber zum Beispiel auch, wenn ihr jetzt M-Plus spielt, eventuell mit Reinigungsprotokoll. Und es gibt sogar die Möglichkeit mit Vision der Perfektion. Aber wie gesagt, simmen. Ich kann euch hier kein Allround-Rezept geben, wo ich sage, da, das ist immer das Beste. Das gibt es einfach nicht. So, Azerit, sehr, sehr wichtig, aber auch sehr, sehr einfach. Wenn ihr No Icelands spielen wollt, müsst ihr dreimal Blitzeis haben. Das ist das Wichtigste für den ganzen Spec. Warum ist das wichtig? Weil jeder unserer Eiszapfen einen flatten Wert mehr Schaden macht. So, und wir haben ja schon gesagt, dass der Schaden der Eiszapfen unseren Schaden vom Gletscherstachel verstärkt. Und das ist das Ziel. Wir wollen, dass unser Gletscherstachel so hart wie möglich trifft. Und das erreichen wir, indem wir den Schaden der Eiszapfen maximieren. Und das machen wir mit Blitzeis. Dreimal müsst ihr haben. Das ist das Allerwichtigste. In den anderen Slots könnt ihr sehr generische Traits reinmachen. Ja, ich habe jetzt hier zum Beispiel die Ingi-Brille. Die kann mir noch Primärwert geben oder Tempo. Hier mit überwältigende Kraft gibt mir auch einfach Tempo. Ist auch sehr, sehr stark. Auf den Schultern habe ich jetzt zum Beispiel Gletschereinschlag drin, weil hier sonst nur Müll drauf ist. Aber das sind meine höchsten Schultern, wo Blitzeis drauf ist. Und das sind dann für mich einfach am besten. Hier habe ich dann jetzt instabile Flammen, die einfach noch ein bisschen meinen Crit erhöht. Auf der Brust spiele ich zum Beispiel mit Aufziehherz in der zweiten Reihe. Ist ein sehr starker Trade, aber den gibt es leider nicht sehr, sehr oft. Ne, also einmal pro Minute werden alle eure Secondaries bei mir jetzt für 12 Sekunden lang um 408 erhöht. Ist ein sehr, sehr starker Trade. Und ansonsten gerne solche Sachen wie Elementarwirbel, die einfach hier eure Meisterschaft, euer Tempo und alles auch eure Secondaries erhöhen. Immer sehr, sehr stark. Sowas wie Magenfetzer ist halt eher für Single-Target interessant. Ich bin eher der Fan von Sachen, die eure Secondaries erhöhen, weil das auch meistens im Multitarget auch einen viel höheren Wert hat. Wie gesagt, dreimal Blitzeis, der Rest generisch, simmt es, ist nicht so super wichtig. Aber Blitzeis müsst ihr haben, dreimal. Geartechnisch, es gibt jetzt keine Teile, wo man sagen würde, für den No-Icelands Magier, das müsst ihr haben. Ja, das gibt's einfach nicht. Beim Feuermagier waren es die Armschienen, aber das ist hier egal. Was ihr haben wollt, ist Mastery. Ihr wollt Meisterschaft, so viel es geht. Das ist sehr, sehr wichtig. Das heißt jetzt nicht, dass die anderen Stats nicht wichtig sind, aber Meisterschaft hat einen sehr, 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 sehr hohen Stellenwert. Ich habe jetzt zum Beispiel 1540 Meisterschaft. Das ist jetzt nicht so super viel. Aber ich gleiche das mit meiner Corruption aus. Ich zeige euch das gleich nochmal. Crit wollt ihr auch nicht zu wenig haben. Einfach aus dem Grund, weil euer Gletscherstachel natürlich mehr Schaden macht, wenn er crittet. Ja, und ich gehe gleich nochmal auf die Crit-Mechanik vom Frostmagier ein, aber das dürft ihr halt nicht vernachlässigen. Aber hierbei kann ich euch auch keine andere Regelung geben, außer Mastery is King. Der Rest müsst ihr simulieren mit Raidbots. Ich kann da vielleicht auch nochmal ein Video zu machen, wie man das genau macht mit Raidbots. Ansonsten Trinket-technisch, also ihr wollt für einen Raid auf jeden Fall den Psychreader, den Psychenreißer haben von Skitra. Ist einfach ein super, super starkes Trinket, was einfach, wie gesagt, einen guten Throughput hat. Und da kommt kaum ein anderes Trinket, zumindest im Single-Target, ran. Für andere Trinkets, Sachen, die eure Stats erhöhen, sind nicht schlecht. Also ich habe jetzt zum Beispiel hier Manifest des Wahnsinns, weil es bei mir einfach am besten simmt. Ihr habt aber auch die Alternative, eventuell mit Unheilfeuerzweig zu spielen. Der Vorteil dabei wäre zum Beispiel, ihr habt einfach nochmal einen guten Batzen Meisterschaft mehr. Und ihr könnt halt gezielt nochmal einen richtig starken Gletscherstachel. Ne? Also ihr habt dann zum Beispiel 5 Eiszapfen, ihr wollt euren Gletscherstachel casten, dann setzt ihr vorher den Zweig ein. Und habt dann für diesen Gletscherstachel nochmal 4000 Int, ja, was halt nochmal richtig scheppern kann. Was auch sehr gut im Single-Target sind, immer ist die verbotene Obsidian-Klaue. Schwarze Drachenschuppe ist auch nicht schlecht, aber wie gesagt, simuliert es einfach, aber so viel geben die Trinkets sich jetzt nicht. Corruption-technisch, ich hatte da ein bisschen Glück, sagen wir mal. Ich habe dreimal geschärfter Verstand. Geschärfter Verstand ist halt eine Chance, dass meine Meisterschaft für 10 Sekunden lang erhöht wird. Ich habe zweimal Rang 3 und einmal Rang 2. Das ist natürlich sehr, sehr gut, weil diese Procs haben eine relativ hohe Uptime. Meistens so habt ihr da den Buff so zwischen 40% und 50%. Und wenn ich das jetzt mal zusammenrechne, ja, ich habe hier 915, hier 915, hier nochmal 500, ja, da bin ich da schon bei 2400 ungefähr. Und das habe ich
quasi 40% des Fights. Ja, dann sagen wir mal, ich habe im Schnitt 1100 Meisterschaft, einfach mehr. Ja, das heißt, ich habe eigentlich gar nicht 1500, sondern ich habe 2600 oder so. Und dieser Proc ist halt, der ist halt extrem. Was natürlich auch gut ist, ist Meisterhaft, dass ihr einfach aus allen Quellen mehr Meisterschaft bekommt. Dazu zählt dann aber auch wieder Geschäfter Verstand, weil das ist halt auch eine Meisterschaftsquelle und aus allen Quellen bekommt ihr das. Das heißt, ich laufe teilweise knapp mit 4300 Meisterschaft rum, ne, wenn das prockt. Andere gute Corruptions sind sowas wie Durchstoß ist ganz okay, weil wir halt viel kritten und der kritische Schaden wird dadurch einfach nur erhöht. Und natürlich das allseitsbeliebte klaffende Wunde habe ich einmal und das gibt euch einfach für die Corruption den meisten Schaden. Also es ist die Corruption, die euch pro Corruption-Punkt am meisten Schaden gibt. Ja, sind halt nur 15 Corruption und macht dafür richtig guten Damage. Also das sind so die Corruptions, auf die ihr euch fokussieren solltet. Meisterhaft, geschärfter Verstand, Durchstoß ist nicht schlecht und wie gesagt, Gushing Wounds oder klaffende Wunde auch niemals verkehrt. Und zu Infinite Stars hatte ich ja schon was in meinem Feuermagier-Video gesagt. So, gehen wir jetzt mal zur Rotation. Die Basisrotation für den No Icelands Magier ist eigentlich relativ einfach. Also erstmal müsst ihr immer sicherstellen, dass euer Pet draußen ist. Ja, das ist wichtig, das macht halt Schaden mit und gibt euch noch ein bisschen Utility. Und zwar müsst ihr immer darauf achten, der hat den Zauber Eiskälte hier rechts in der Pet-Bar, ja. Den wollt ihr euch irgendwo auf eine Taste legen. Ja, standardmäßig ist es Steuerung 4. Und damit könnt ihr noch eine Frostnova an ein beliebiges Ziel, an einen beliebigen Ort casten. Ja, so, das hat einmal den Vorteil, dass ihr einfach auf Range Leute festfrosten könnt und ihr nicht darauf euch verlassen müsst, dass die bei euch stehen, wenn ihr Frostnova einsetzt. Es hat einen sehr geringen Cooldown. Und ich zeige euch gleich im Multitarget noch einen coolen Trick, was ihr damit machen könnt. Genau, und standardmäßig wäre es halt jetzt erstmal ganz, ganz grundlegend. Ihr castet Frostblitz, bis ihr 5 Eiszapfen habt. Ja, das ist erstmal der erste Schritt. Also wir casten Frostblitze und sammeln hier unsere Eiszapfen. 2, 3, 4, 5. Haben wir 5 erreicht, haben wir jetzt die Möglichkeit, Gletscherstachel zu casten. Ihr castet aber nicht sofort den Gletscherstachel. Ihr wollt auf jeden Fall entweder einen Hagelprock haben, den habe ich jetzt hier. Ja, ihr seht das hier oben, dieser Proc ist Hirnfrost. Ja, das heißt, mein nächster Hagel ist ein Sofortzauber und macht mehr Schaden. So, jetzt muss ich noch was erklären. Und zwar das Zertrümmern. Immer wenn wir ein Ziel treffen mit einer Fähigkeit, wenn das eingefroren ist, wird unsere Crit-Chance mal 1,5 multipliziert und nochmal 50% draufgerechnet. So, in meinem Fall wären das jetzt, ich habe jetzt gerade 29%, weil ich wieder was geprockt habe. So, jetzt haben wir 23% mal 1,5. Ja, sind wir ungefähr bei 35, runde ich jetzt mal auf. Und dann kommen nochmal 50% drauf, nämlich 85% Crit-Chance. Und Hagel friert das Ziel quasi ein. Also es gibt dem Ziel einen Debuff für einen ganz, ganz kurzen Zeitraum, wo unsere Zauber das Ziel treffen, als wäre es eingefroren. Aus diesem Grund wollen wir, wie gesagt, wir sammeln 5 Eiszapfen und dann warten wir. Wir warten, bis wir einen Hagelprock bekommen. Jetzt habe ich ihn schon bekommen, aber ich spare ihn mir jetzt, ja? So, jetzt habe ich 5 Eiszapfen. Jetzt setze ich meinen Gletscherstachel ein und sofort danach den Hagel. Der Vorteil daran ist, der Hagel wird zwar nach dem Gletscherstachel gecastet, ja, jetzt wieder Gletscherstachel und Hagel. Aber der Hagel ist schneller. Das heißt, der Hagel wird das Ziel vor dem Gletscherstachel erreichen und damit das Ziel mit diesem Debuff, ja, Winterfrost belegen. Und dadurch bekommt unser Gletscherstachel diesen Crit-Multiplier. Das ist wichtig, dass ihr das verstanden habt. Ja, wenn da noch Fragen zu sind, haut es einfach in die Kommentare. Wie gesagt, das ist die Standardrotation. Ihr wartet, bis ihr 5 Eiszapfen habt, wartet auf euren Hagelprock und dann macht ihr Gletscherstachel Hagel. So, jetzt gibt es noch einen Ausnahmefall. Wenn ihr keinen Hagelprock haben solltet, ja, ich mache den jetzt mal weg. So, ich habe jetzt keinen Hagelprock, aber ich habe 5 Eiszapfen. Ihr seht hier rechts unten an meiner Weak Aura ist mein Fluss des Beschwörers Buff. Ihr könnt den Hagel, Gletscherstachel auch casten ohne Hagelprock, wenn er trifft, wenn ihr 5 Stacks von Fluss des Beschwörers habt.
Das ist so eine Min-Maxing-Geschichte. Wenn ihr, weil es, ihr könnt ja manchmal Pech haben und ihr kriegt einfach keinen Hagelprock, dann wäre das eine Möglichkeit. Aber das, ihr müsst das wirklich machen, wenn das bei 5 oder mindestens 4 Stacks von Fluss des Beschwörers. Ihr seht, das tickt immer relativ hoch. 2, 3, 4, 5. Ihr müsstet quasi bei 3 Stacks oder 2 Stacks schon anfangen, euren Gletscherstachel zu casten. Und ihr müsst wissen, ob es gerade nach oben oder nach unten geht. Also es ist nicht einfach, aber es ist eine Möglichkeit. Wenn euch das zu kompliziert ist, dann lasst das einfach und macht, wartet einfach, bis ihr einen Hagelprock bekommt. Aber das ist eine Alternative, ja, für Leute, die einfach noch mehr rausholen wollen. Zusätzlich könnt ihr euren Gletscherstachel auch casten, wenn ihr keinen Hagelprock habt und es sind mindestens 2 Ziele da, weil das Ding splittet ja. Könnt ihr auch machen, ohne Hagelprock, ja. So, ansonsten unsere anderen Fähigkeit, wir haben ja noch die gefrorene Kugel, die setzt ihr einfach auf Cooldown ein. Wir haben unseren Cooldown Eisige Adern, den setzt ihr auch einfach auf Cooldown ein. Und das sind schon eigentlich alle Fähigkeiten, die ihr in der Hauptrotation für Single Target braucht, ja. Eisige Adern, den Orb und den Gletscherstachel mit, so, hier mit dem Hagelprock, ne, und Frostblitz, zack. So, und dann wieder Frostblitze, bis ihr 5, 6 habt und so weiter. So, wie sieht das aus mit den Essenzen? Die Essenzen, also zum Beispiel den Wächter, der hat einen Cooldown von 3 Minuten, genau gleiche Cooldown wie Eisige Adern, setzt ihr zusammen ein, ja? Erst den Wächter, dann Eisige Adern. Beim Pull würde es zum Beispiel so aussehen, der Pull-Timer läuft runter, 10, 9, 8, was? Bei 3 Sekunden setzt ihr euren Wächter ein, gleichzeitig mit einem Pre-Pot. Und fangt dann an, euren ersten Frostblitz zu casten. Der Frostblitz geht dann so bei 0 bis 0,5 Sekunden raus, fliegt noch und trifft dann genau beim Pull auf den Boss. Und von da aus würdet ihr dann eure eisige Adern ziehen, den Orb, hier die gefrorene Kugel rausschießen und dann einfach eure normale Rotation fahren. Ich demonstriere das jetzt ganz kurz einmal. Und natürlich könnt ihr beim Pull eure Unused Trinkets ziehen, ja. Also bei 0, wenn ihr dann eure eisigen Adern, dann macht ihr einfach gleichzeitig zum Beispiel Manifest des Wahnsinns. Ich werde jetzt einfach mal so einen kleinen Opener euch vorführen. Ich setze mal alle Daten zurück. Ich setze auch mal wirklich alles ein. Also ich ziehe meinen Wächter, pre-potte, fange meinen ersten Dings an zu casten, setze HT ein, eisige Adern, mein Manifest und dann geht's los. So, ich caste jetzt. Jetzt habe ich meinen Hagelprock schon bekommen, Gletscherstachel, Hagel. So, und weiter geht's. Jetzt habe ich gerade keinen Hagelprock. Ich mache das jetzt nicht mit dem Fluss des Beschwörers-Stacks. Ich caste jetzt so lange, bis ich einen Hagelprock kriege. Da ist er. Und hau den rein. Da, jetzt war ich bei 177k im Opener. Jetzt kommt schon der nächste Gletscherstachel. 160k. Also ihr könnt da auch einen ganz guten Opener mit hinlegen, wenn ihr ein bisschen Crit-Luck habt. Na, ihr seht das, jetzt bin ich immer noch bei 140k. Und das wird sich halt jetzt, wenn AT vorbei ist und alles, wird sich das ein bisschen einpendeln. Ich bleibe jetzt im Auge mal stehen. Das solltet ihr natürlich nicht tun. So, ich bin jetzt immer noch bei 120k. Kampf geht jetzt schon fast eine Minute. Also 50 Sekunden. Jetzt kommt wieder mein Gletscherstachel Hagel. Bin immer noch bei 112k, 110k. Und es geht alles halt auf ein Ziel. Das ist nicht, dass das irgendwo splittet oder so. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt 2 Ziele da stehen. Ne? So, mein Orb ist auch schon lange wieder ready. Ich habe es vergessen. So. Ne, Orb auf Cooldown einsetzen, da ist wieder unser Hagelprock. Ja, und ihr merkt wahrscheinlich schon, warum das No Icelands Bild hat. Ihr setzt die Eislanze nicht ein im Single Target, ja. Die bleibt raus. Da gibt es ein paar Grundregeln, wann die eingesetzt wird. So, ich breche jetzt mal den Fight ab. So. Und jetzt gucken wir mal rein, Gletscherstachel. So, unser höchster Gletscherstachel war 750k. Ein einziger Gletscherstachel. Und wenn der noch mit 80% auf ein zweites Ziel klieft, ne? Holla die Waldfee. Eislanze. Also, No Eislanze heißt nicht, dass ihr die Eislanze gar nicht benutzt. Also, nur wenn ihr wirklich komplett Single-Target, ein einziges Ziel habt, dann setzt ihr keine Eislanze ein, außer ihr bewegt euch. Weil ihr könnt währenddessen sonst sowieso nichts anderes machen. Wenn ihr eisige Fingern-Procs bekommt, ja, das ist ja hier auch unser Passiv, eisige Finger, ne, ihr habt eine Chance, dass ihr eisige Finger bekommt und dadurch trifft eure nächste Eislanze, als wäre das Ziel eingefroren. Das setzt ihr ein, sobald ihr mehr als ein Ziel habt, ja, habt ihr also 2 Ziele, mindestens, dann setzt ihr auch eure eisigen Fingern-Procs ein, ja, einfach bevor ihr dann euren Gletscherstachel raushaut, ballert ihr die raus
und könnt somit nochmal gut zusätzlichen Schaden machen. Multitarget technisch gesehen ab 3 Zielen wollt ihr auch Blizzard auf Cooldown einsetzen. Und da verschiebt sich die Prio auch so ein bisschen. Also sobald ihr mindestens 3 Ziele habt, sind eure obersten Prioritäten, dass ihr eure gefrorene Kugel raushaut und dass ihr Blizzard abhaltet. Ja, dann kommen eure eisigen Fingern und dann kommt irgendwann der Gletscherstachel. Wie gesagt, also Blizzard, den Orb, das ist das Wichtigste im Multitarget. Und natürlich, klar, ihr macht natürlich weiter, was ihr sonst auch macht. Ihr spart dann eure Eiszapfen, ja, bis ihr einen Hagelprock bekommt und macht dann Gletscherstachel Hagel. Und das trifft dann zweites Ziel. Ich kann ja mal aus Spaß hier auch ein bisschen auf die Dinger einprügeln. Ich mache das jetzt mal ohne krasse Cooldowns. So ist jetzt mein Orb da rein. Ne? Und ihr macht das dann immer so, wenn ihr eisige Finger habt, ihr castet einen Frostblitz und dann macht ihr eure Eislanze, ja? So, jetzt haue ich noch meine letzten Eislanzen raus und jetzt mache ich meinen Gletscherstachel. So, mein Blizzard ist inzwischen ausgelaufen, das will ich natürlich abhalten. Das wollt ihr immer am Laufen haben, ja? Das hat einen relativ kurzen Cooldown. So, und jetzt haue ich meinen eisigen Fingerbrock raus. Jetzt caste ich wieder. Also ihr macht nicht, wenn ihr jetzt 2 Aufladungen von eisigen Fingern habt, Eislanze, Eislanze. Ihr wollt immer vorher einen Cast machen, damit ihr noch einen Eiszapfen dazu bekommt. So, jetzt caste ich wieder. Eislanze. Caste Frostblitz. Eislanze. Jetzt kann ich das machen. Eislanze, Eislanze. Und dann setze ich wieder meinen Gletscherstachel ein. Und cleave dann einfach mit, ne? So, mein Blizzard ist inzwischen auch wieder abgelaufen. Ne, und ihr könnt ja halt ohne Cooldowns bei 3 Zielen mindestens mal 100k fahren. Ja, das Auge hat auch wieder eine Proc-Chance. Noch als kleinen Tipp, das wissen einige nicht. Ich lasse jetzt nochmal kurz mein Pet frei, gehe mal eben aus dem Fight. So, euer Pet. Also sagen wir mal so, ihr habt die Fähigkeit Kältekegel. Die wird normalerweise natürlich nicht in der Damage-Route eingesetzt, weil das Nahkampfreichweite ist. Und ja, nicht so super viel Schaden macht. Aber, was wichtig ist, erstmal setzt das trotzdem regelmäßig ein, weil das einen super guten Slow gibt. Ja, wenn der Tank kiten muss oder so, das ist der stärkste Slow, den ihr haben könnt. Im ganzen Spiel ist das der beste Slow, den es gibt. So, und der Schadensteil, also jedes Ziel kriegt 5500 Schaden, ja, vor Multipliern. So, wenn das Ziel jetzt aber eingefroren ist, ja, dann könnt ihr das shattern. Ihr könnt dann quasi eure Frostnova einsetzen oder euren Freeze vom Pet, ja, friert die ein, Kältekegel, und dann crittet das. Und das macht ja jetzt schon 12.000 noch was Schaden. Wenn ihr dann noch irgendwelche Procs habt, dann sind das vielleicht 15.000. Aber wenn ihr da 5 Mobs habt, ja, ist das ein ganzer Batzen Schaden, keine Ahnung, 70, 80k, den ihr einfach mal durch eine Nova und einen Kältekegel noch zusätzlich damit reindrücken könnt. Das ist nicht zu verachten. Also, wie gesagt, versucht euren Kältekegel einfach mal im AOE zu shattern. Ihr werdet sehen, dass das ordentlichen Schaden macht. So, jetzt zieht sich dann natürlich auch schon wieder hier. Wir sind jetzt schon wieder bei 28 Minuten. Dann, ja, wenn noch Fragen zu der Rotation sind, wie gesagt, fragt einfach im Chat. Und vergesst niemals, eure Utility einzusetzen. Ja, ihr habt zum Beispiel, das wissen viele Magier, glaube ich, auch nicht, Zauberraub. Damit könnt ihr in Dungeons so viele nützliche oder in Anführungszeichen schädliche Effekte runternehmen. Wir haben zum Beispiel, ja, im Tempel von Setralis gibt es nach dem zweiten Boss, nach diesem Schlangenboss, gibt es diese Typen, die sich aufladen, die sich selber buffen. Ihr könnt den Buff klauen und ihr kriegt dann den Effekt, ja? Also Zauberraub ist wichtig, es ist kein Dispel, sondern ihr klaut den Buff und kriegt den selbst. Manchmal ist das schlecht. Ihr dürft zum Beispiel niemals die Geister in Königsruhe mit Zauberraub quasi dispellen, ja, weil ihr kriegt dann diesen Debuff und sterbt dann kurz darauf. Ja, also ihr dürft euch nur die Buffs klauen, die wirklich nützlich sind. Müsst ihr ein bisschen darauf achten, aber setzt das ein. Wie gesagt, ihr habt immer noch, ihr habt den Kälteeinbruch auch noch, womit ihr eure Frostnova, Kältekegel, Eisblock, Eisberry sofort auf, wo sofort den Cooldown beenden könnt, einmal alle 5 Minuten auch sehr, sehr stark. Eisblock sowieso, Gegenzauber sowieso. Und ja, das bin ich hier mit erstmal durch. Und was ganz, ganz wichtig ist, Fluch aufheben, das ist so ein unterschätzter Zauber. Es gibt so viele Flüche jetzt auch mit dem neuen M+-Affix. Macht euch dann Mouse-Over-Makro draus und benutzt das. Lasst euch anzeigen in euren Gruppenfenstern, wenn jemand mit einem Fluch belegt wird. Das rettet manchmal echt den Leuten den Arsch, wenn ihr die entfluchen könnt. So, ganz zum Schluss gehen wir nochmal kurz aufs Essen und so ein. Ihr wollt essen auf jeden Fall Frikadelle à la Abgrund. Ja, Meisterschaft, ganz easy.
Als Fläche nehmt ihr das große Fläche in den unendlichen Tiefen, was auch selbstverständlich sein sollte, gebt euch einfach Int. Und für die Pre-Pots empfehle ich Kampftrank der Intelligenz, weil euch das einfach mehr bringt für euren Gletscherstachel. Ihr könnt auch Trank der ungezügelten Wut benutzen, das macht halt zusätzlichen Feuerschaden, aber es verstärkt nicht eure Fähigkeiten, ja. Aber da wir ja so eine Hard-Hitting-Ability haben wie Gletscherstachel, bringt uns Intelligenz hier viel, viel mehr. Deswegen, egal ob Single-Target oder Multi-Target, nehmt überlegener Kampftrank der Intelligenz. Für die Verzauberung wollt ihr auch voll auf Meisterschaft gehen. Das heißt, ihr macht auf eure Waffe meisterliche Navigation drauf für den extra Meisterschaftsprock. Ihr verzaubert eure Ringe mit Meisterschaft. Ich habe jetzt hier einen auf Crit, weil ich noch was umgetestet hatte. Und Sockel wollt ihr auch einfach überall Meisterschaft reinmachen. Ihr könnt das natürlich auch simmen. Es kann auch mal sein, dass ihr genug Meisterschaft inzwischen habt. Und dann wird mal Versatility vielleicht wichtiger. Aber das ist die, sagen wir mal, als Faustregel. Macht einfach überall Meisterschaft rein. Ja. Und dann wären wir hiermit soweit durch. Wie gesagt, also wenn ihr richtig dicke Kellen verteilen wollt, in kurzen Intervallen quasi, dann guckt euch den No Icelands Mage auf jeden Fall mal an. Ich fahre damit im Raid aktuell sehr gut. Ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen und damit lässt man viele andere DDs, wenn das hier ordentlich gespielt wird, oft sehr, sehr alt aussehen. Ja, dann danke fürs Anschauen. Über ein Like würde ich mich freuen. Fragen einfach in die Kommentare hauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.